Hallihallo und herzlich willkommen zur ersten Folge von meinem Let's Build von meinem Server. Hier haben wir die RPG-Welt, da möchte ich mit euch ein bisschen bauen. Ihr dürft gerne mitmachen und ja, dazu müsst ihr euch kurz eine Bewerbung schreiben und am besten per PN oder per E-Mail an baselfan@gmail.com schicken. Und ja, dann kommt ihr auf den Server und habt ihr manchmal Game Mod auf dieser Map, solange als ihr die Map nicht verlässt oder euch ausloggt. Also da kann ich euch immer wieder zum Game Mod machen und später kann ich euch auch zum Admin machen und dann könnt ihr immer Game Mod haben. Aber eben am Anfang aus Sicherheitsgründen noch nicht. Ja. In diesem Projekt möchte ich mit euch also so große Projekte machen, wie zum Beispiel hier der Spawn. Da will ich ringsum eine große Stadt machen. Also groß, einfach mal so eine Anfängerstadt. Und dazu habe ich hier schon mal die erste Grund, also ja, eigentlich den Hauptplatz gemacht. Und jetzt werde ich für jedes Reich noch ein basierte Stadtteil machen, der dann ja so als anschaulich ist, bevor man dann in die Lande geht. Und ja, diese Welt wird eine RPG-Welt sein. Also es kann nicht jeder frei bauen, dafür kann er ja überall Dungeons machen, Items suchen, also Schatzsuche gehen oder andere Spiele besiegen. Von einem anderen Reich natürlich, also nicht deine eigenen Teammitglieder aus in einer Arena. Und ja, könnt ihr noch viele andere Sachen machen. Ich mache hier schon mal einen kleinen Teil vom Grünen Reich. Da kann ich mit Weltedit machen. Genau. Und jetzt nochmals eine Schicht. Ich mache hier das Haus ein bisschen weiter nach außen, damit es schöner aussieht, dass es nicht direkt am Zaun ist. So. Oh, ich sollte eigentlich hier Grasblock machen. Was? Jetzt. Hier mache ich irgendwelche Blumen. Schau, dass es keine grünen Blumen gibt. Hohes Gras. Gibt's nichts irgendwas. Ah, Büsche kann ich machen. Hier haben wir Eichen. Da mache ich Eichenbüsche. So. Da könnte ich noch eins mehr machen. Gut. Und jetzt noch hier. Ah, zuerst Erde. Sodele. Und hier mache ich Blumen. Was soll ich für Blumen nehmen? Weiße. Weiße und rosa Tulpen. Ja, so geht's auf. Und so.
So. Da stimmt etwas nichts. Da habe ich. Was stimmt hier nicht? Ich wollte doch eigentlich hier. Nein, es stimmt es. So. Naja. Da eins auslassen. Okay. Das geht hier nicht, weil es nicht. Da könnte ich das so machen. So, und dann kann ich hier noch irgendwas anpflanzen. Okay. Ja, dann brauchen wir Schwarzholzbretter. Da weiß ich leider die Idee nicht. Da kann man, glaube ich, irgendwie anschauen, aber jetzt weiß ich die Tastenkombination nicht. Habe ich eigentlich nie gebraucht, jetzt brauche ich es plötzlich. Und ja. Nicht Alt 8, Alt F8, das ist ja. Nö. Keine Ahnung mehr. So, jetzt muss man noch hier die Dinge raus. 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 mal 14 machen wir 8 mal 14. Oder 10 mal 14. Okay, 10 mal 14 ist besser. Können wir hier wieder die das nehmen wir. Was sieht denn am besten aus? Akazienholz. 1, 2, 3, 4, 5. Naja, ist ein bisschen zu hell. Geht nicht ein Zwischending. Naja, Eichen ist auch dunkel. Tropenholz sieht nicht gut aus. Wenn so kommt. Ihr dürft da gerne mitbestimmen. Wenn es nicht so gut ankommt, dann kann ich es locker und gut ändern. Also wenn ihr irgendwas nicht gerade gut findet oder schön, dann dürft ihr mir gern unten in die Kommentare schreiben, was ihr nicht so schön findet oder was ihr schön findet, wovon ihr beeindruckt sind oder wovon ihr ja gerade Lust habt. Also wenn ich irgendwas bauen soll, könnt ihr natürlich auch euch etwas wünschen. So. Das sollte wahrscheinlich das Gasthaus werden oder so. Nein, das ist zu klein fürs Gasthaus. Das wird ein Laden. Genau, das wird ein Laden.
Für jedes Reich gibt's Läden. Überall. Und wo ihr Anfangsausrüstung kaufen könnt oder Nahrung oder ja, alles was ihr so braucht als Grundausstattung. Ich habe dann gedacht, wir machen so, dass dass für die meisten also für die meisten normalen Bürger Lederrüstung Pflicht ist in den Farben des Reiches. Oh, also da müsst ihr nur zum Beispiel den Brustpanzer grün haben, wenn ihr im Grünen Reich seid, aber dass man sieht, dass das nicht genau alles bunt ist, sondern dass entweder grün und braun oder grün und rot ist oder so. Also dass man es genau sieht, ihr seid im Grünen Reich. Und damit ihr auch von anderen Leuten, also von den anderen Reichen angegriffen werden könnt, wenn ihr mal nicht in den Städten seid. Also in den Städten wird es Friedenszonen geben. Auch ein paar Wege, die Hauptwege werden Ruhezonen sein. Da ist kein PvP. Und das geht nicht auf. Wir haben da irgendwie. Da muss ich in die Mitte gehen. Da machen wir ein solches Fenster. So. Ja, sieht besser aus. 2, 2, 2, 4. Ah ja, genau. Hier und hier. So, jetzt müssen wir schauen, wie wir hier den Eingang machen. Ob wir hier kleine Fenster machen. Ich mag es einfach nicht, wenn kleine und große Fenster dabei sind. Da muss ich schauen. Wenn ich hier die Tür mache. Da müssen es eigentlich kleine Fenster sein. Wie sieht denn das aus? Mal schauen. Jetzt noch ein bisschen die Musik lauter. Ah, schön. Ja, naja, wenn ich so mache. Ich mag das irgendwie nicht, wenn sie so schmal sind. Naja, müssen wir es so lassen. Jetzt könnte ich hier noch etwas Dekoration machen. Ich könnte hier eine Bank machen. Hier auch. So. Glasscheiben sind hier. So. Hier aus noch. Jetzt schauen wir noch, ob wir ein zweites Stockwerk machen. Wahrscheinlich schon. Weil die Häuser nicht gerade tief sein müssen hier. Das ist eine Altstadt und da ja, hat es halt hohe Häuser. Auch schmale und kleine Häuser sind eigentlich hoch. Sieht viel besser aus. Also jetzt haben wir 1, 2, 3, 4, 5. Dann machen wir im fünften die Decke. So, mit ganz guten Dekorationen, das muss ich auch zuerst lernen. Also am Anfang wird es wahrscheinlich nicht so die bunte Pracht Häuser geben. Aber ja, ich lerne relativ schnell und dann können wir richtig gute Projekte machen.
Und dafür wäre ich sehr dankbar, wenn ihr mir ein paar Vorschläge gebt, damit wir hier etwas richtig Schönes machen können. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4.